Oh, wir haben auf jeden Fall im normalen Spiel Hauptstory auf jeden Fall auch noch eine Menge. Die Stimme des Dämons. Der Dämon. Der Altar. Entweiht. Hier gibt es kein blaues Licht. Ist die Stimme hier oder nur der Dämon? Ich glaube beide. Wir müssen es herausfinden. Oh nein, ich weiß, was wir hier machen müssen. Genau. Das hat mich letztes Mal schon wahnsinnig werden lassen. Manches Sicherheitsrisiko erkannt. Analysiere Kontrollmatrix. Nicht das bewegen. Sicherheitsrisiko bestätigt. Ist das falsch? Das kann ja nicht falsch sein. Vielleicht ist das auch falsch. Bingo! Es funktioniert. Partielle Wiederherstellung initiiert. Analytischer Nexus der Yellowstone Caldera online. Stimme des blauen Lichts. Hier ist Urea. Deine Dienerin. Deine Freundin. Sag mir bitte, wie ich dir helfen kann. Urea, der Dämon baut Jägerkiller. Tausende von ihnen. Viele neue Eliteeinheiten wurden bereits entfesselt. Um die Bedrohung zu kontern, muss der Großteil der Einrichtung zerstört werden. Rückeroberung steht bevor. Geht in den Kernraum. Ich versuche, die Beschränkungen aufzuheben. Keine Eliten. Aber ich stürme. Mehr können wir von hier wohl nicht mehr erwarten. Diese Festung zerstören, ist das überhaupt möglich? Und was würde mit der Stimme passieren, wenn ja? Ich weiß nicht. Aber das ist wohl der Kern. Die Antworten sind da unten.
Hephaestus. Der Dämon. Er lässt den Ort bestimmt bewachen. Er wird uns mit allen Mitteln bekämpfen. Ich bitte dich. Überlass Aloy und mir die Aufgabe. Und rette dich. Aber ich kenne deine Antwort. Dann führ uns in die Schlacht. Okay. Das, was uns auf uns lauert, ist bestimmt Level 50. Aber bis dahin haben wir nämlich auch gute Levels bekommen. Nämlich 3 Stück. Ne, 4 sogar. Sind ja... Ja. Sind gut ausgerüstet mit Tränken und so. Mit Material. Hier wäre nochmal Gesundheit. Ja, jetzt... Wie kommen wir denn da am besten jetzt hin, ne? Weiter in Richtung des Kerns. Oh oh, was Saya noch gemacht hat. Hephaestus gefällt es nicht besonders. Sagt er was von Beschränkungen? Ist der Turm dafür da? Aber es ist nur so eine Klaue. Ich glaube, der ist gepanzert. Die neue Einheit, vor der Sion uns warnte. Das wird nicht das. Sie darf uns nicht aufhalten. Warte mal, welches Level hat der? Ich hab's nicht gesehen. ...55! Wir sind so tot. Wir sind so fucking tot. Toter als tot. Es war nett mit euch. Hier endet das Projekt. Nichts kann mich aufhalten. Juckt ihn nicht.
Alter! Man kann dem auch nicht ausweichen! Ja, genau, treff mich überall, wo ich stehe, du Pisser. Hier, Arschbombe. Was? 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 Ist das euer Ernst mit dem zweiten Turm? Der Turm, der repariert die Maschine. Ja schön! Der Wichser macht doch die Feuerwand genau dahin! Ich kann doch nicht zwei Sachen machen! Leg den Mist, geh doch ab! Ich kann die nicht erledigen! Oh, ich krieg die Krise! Wie soll das denn gehen? Erledige den Turm! Schnell! Ach, erledige den Turm schnell! Auch wenn es mich mein Leben kostet, oder was? Zögere nicht, ich grille nur! Oh, du bist so ein Arsch!
Mann, meine Nase juckt! Ja, genau! Komm! Flick dich! Ah, ich kam nicht so schnell mehr auf die Heilung! Mann! Ah! Okay. Sion sagte was von Beschränkungen. Ist der Turm dafür da? Ah! Mann, ey! Der war fast tot! Ich habe nur 2 Fertigkeitspunkte. Einen mehr und ich könnte das. Ich muss jetzt hier auf Eis gehen. Die neue Einheit, vor der Sion uns warnte, das wird nicht leicht. Sie darf uns nicht aufhalten. Erledige sie! Thank you.
Alter, ist das dein Ernst? Mich mit allem zu... Ja, genau, mit allem trifft er mich jetzt. Ist das dein Ernst? Keine Fehlschüsse sind sie so einfach. Ich frag mich immer noch, wie solche Maschinen sich so bewegen können. Woohoo!
meine Nase juckt, ey. Das nervt. Feuerklaue. Level 55. Ah. Aber das war der Bossfight. Von daher, Schlimmeres kann nicht mehr kommen. Das DLC ist... Damit... Ist der DLC-Boss eigentlich schlimmer als der... Wenn der wirklich schlimmer als der Hauptboss ist, ne? Dann, ja... Spiel durchgespielt. Ja. Aber ich glaube schon, weil 50 war damals das Max-Level. Dann kam das DLC und das Max-Level ist angestiegen. Du hast was zum Turm gesagt. Was ist erforderlich? Wartet. Hier sind so viele Kisten. Und so viele von denen hier. Alter Falter. Ist hier sonst noch was? Ah ja, komm. Let's go. Nein! Aurea! Nicht! Stimme! Zion, bitte hilf mir! Muss nicht! Beschränkungen aufgehoben. Zugriff auf Kern erlangt. Ich leite eine Kettenreaktion ein, die die kompromittierten Elemente der Anlage zerstören wird. Um die Stabilität der Caldera zu gewährleisten, muss ich meine Kontrollfunktionen jetzt ins Hilfszentrum transferieren. Ich dachte, sie wird jetzt gerüstet. Urea. Aber sie sieht nicht gut aus. Ihr müsst fliehen. Oh! Meine Schwester! Ja, sie wurde doch gerüstet. Hier bricht gleich alles zusammen. Aratak! 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 Überlebe. Siege. Du bist Banuk. Was sonst zählt. Sie würde nicht deinen Tod wollen. Gehen wir. Weg hier!
Ja, jetzt müssen wir nur noch überleben. Aber ich denke mal, wir machen nur noch das DLC fertig. Los, Aratak! Von diesen! Es geht nicht anders! Du, Eloy ist klasse! Ich muss auch sagen, die Synchronsprecher machen hier auch wieder eine tolle Arbeit. Ich hoffe, die machen im Forbidden West auch eine super Arbeit. Sagen, dafür, dass ich nur 20 Level unter dem war, habe ich mich doch ganz gut geschlagen, oder? Oder erst fort. Doch was ist mit Zion? Sie sagte, sie wolle sich ins Hilfszentrum transferieren. Sie meinte wohl Urias Zufluchtsort am Ende des Schamanenpfades. Dort werde ich dich treffen. Zur letzten Strophe ihres Liedes. Das ist auch echt ein grandioses Spiel. Okay, dann wollen wir mal zu Urias Zuflucht.